Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sanien, ich bin euer Lieblingsroaster mit Herz und heute geht es weiter mit der Kappe Challenge Folge 4. Ich finde, ich sehe heute aus wie so eine Vorstadtmutti, die sich die Haare so ein bisschen toupiert hat. Und ich hoffe, das geht für euch klar. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, dann freue ich mich über ein Abo von euch. Und falls ihr noch keine TVNOW-Mitgliedschaft habt, dann habt ihr hier und jetzt die Möglichkeit, eine neue abzuschließen mit neuer E-Mail. Das ist ganz, ganz wichtig, weil manche von euch fragen, warum klappt das nicht? Das klappt immer nicht, wenn schon ein Konto bestanden hat. Ansonsten gibt es keine Gründe, wieso das nicht klappt. Und dann habt ihr im zweiten und im dritten Monat 50% Rabatt. Im ersten Monat ist das Ganze kostenfrei, monatlich kündbar. Macht man aber nicht, weil man dort Zugriff hat auf so geilen Trash wie hier die Kappe Challenge. Ich würde sagen, es geht jetzt los. In der letzten Folge haben Valentina und Christine sich gedacht, die lügen einfach die Gruppe an und sagen, sie hätten weniger Geld bei der Challenge verloren, als sie es wirklich taten. Also ich meine, juckt eigentlich keinen. So, naja, wird halt zum großen Thema gemacht. Man muss aber auch sagen, die haben dort alle keine Handys und keine Hobbys und so weiter und sind eh alle ein bisschen verhaltensgestört wahrscheinlich und wollen aber auch Sendezeit natürlich und unterhalten. Und deswegen juckt es natürlich doch jeden. Wir reden über die Geldsituation. Auf einmal, keiner redet mehr darüber. Thema wurde komplett umgedreht. Und zwar von dir. Kannst du versprechen, dass ihr es nicht wart? Ich kann es versprechen, dass wir es nicht waren. Ich kann es dir versprechen, hoch und heilig, dass wir es nicht waren. Kannst du es mir wirklich richtig so versprechen? Versprech mir bitte, dass du es nicht warst. Das ist richtig wichtig für mich. Oh. Ja, und Christine spielt halt ihr Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es ihr gar nicht übel nehmen, weil sie unterhält einfach. Ich sage euch, sie hat sich auf jeden Fall schon die Eintrittskarten für die nächsten drei Trash-TV-Shows gesichert. Ihm bringt die Gewissheit, dass ein Couple ein falsches Spiel spielt um den Schlaf. Der sensible Schauspieler nutzt die Ruhe und Einsamkeit der Nacht, um die Geschehnisse des Tages zu reflektieren. Okay, wow. Also ist er jetzt TikToker oder ist er auf einmal Schauspieler? Hat er als Schauspieler nicht so viel zu tun und TikTok dann so viel rum? Und warum juckt es ihn, ob da irgendein Paar gelogen hat? Das sind ja wohl wirklich eigene Päckchen, die ihn da einholen. Muss ich jetzt mal sagen, als Hobbypsychologe. Das könnte mir ja wurscht sein, ob da irgendeine Christine oder wer auch immer aus dieser Gruppe flunkert. Also er mag die Christine halt gar nicht. Die kommt jetzt gerade so rein und wäscht was ab und anstatt wegzugucken, starrt er sie halt von hinten an. Wahrscheinlich hat sie auch Augen am Hinterkopf und hat das wirklich gemerkt und deswegen dann diese Reaktion. Guck mal, wie asozial das ist. Ja, vieles im Trash-TV ist asozial. Aber warum starrst du sie denn auch die ganze Zeit so an? Vielleicht hat sie das ja irgendwann mal auch so aus dem Augenwinkel gesehen. Sie ist ja kein Alien oder so, auch wenn ihr Verhalten dem manchmal ähnelt. Ich fühle mich so dreckig, ey. Ein Mittelfinger, das zollt einfach nochmal wieder von dieser niveaulosen Art. Ups. Also hier und da habe ich natürlich auch schon mal einen Mittelfinger gezeigt, wenn ich sehr, sehr sauer war. Aber warum fühlst du dich selber dreckig? Das dürfte eigentlich nicht so doll auf dich abfärben und dich so doll irritieren. So Diskussionen sind okay, aber wenn es niveaulos wird, dann ist es bei mir einfach vorbei. Wieso hast du dich denn dann nicht für eine Quizshow oder so angemeldet? Zum Beispiel Wer wird Millionär oder sowas? Ich meine, Trash-TV, Trash steht ja für Müll. Müll ist ja jetzt nicht unbedingt niveauvoll. Ich möchte dich so gerne in den Arsch blasen, Alter. Möge der Bessere gewinnen, echt, das sag ich nur noch. Sie ist halt einfach wirklich geladen, ne? Wutgeladen ist sie. Da wird sie nachts eigentlich nicht im Wald begegnen. Ja, wenn es von mir ausgeht, möchte ich nicht mehr. Aber wenn ich an Babsi denke, dann... Vielleicht einfach mal als Idee, hättest du den Nagellack nochmal abmachen können und eine neue Farbe draufmalen können. Das ist ja auch vielleicht meditativ. Also das ist ja schon sehr, sehr einschnürend für dich, ne? So diese Situation. Du würdest nicht abbrechen, ne? Doch, ich bin heute abbrechen. Nein, verarsch mich nicht. Doch. Oh Mann, und was sagt Maria? Ist sie aber fein? Na, hab ich auch gar nicht drüber geredet gerade. Ist auch cool, dass du das erstmal Malisa sagst. Wir können jetzt nur hoffen, dass Malisa ihre Fresse hält, damit du das deiner Partnerin selber sagen kannst. Er will gehen. Oh, okay. Hat er dich jetzt noch darum gebeten, ihr das für ihn zu sagen oder hast du es einfach so gemacht? Seine Partnerin ist ja 10 Jahre älter als er. Die sind ja nur platonische Freunde. Sie ist Schauspielerin und sie ist sicherlich verständnisvoll. Ich meine, er ist so ihr kleines Baby. Ja, du weißt, wenn du gehen möchtest, gehe ich natürlich mit dir. Ich kann ja nichts anderes machen. Außer du sagst, du bleibst. Sie ist auf jeden Fall verständnisvoll des Todes.
Bei ihr geht's scheinbar um Leben und Tod oder Leben oder Tod. Sie hat falsches Verständnis, ne? Es tut mir leid, Babsi. Okay, lass uns einfach jetzt nicht darüber reden. Ja, ist super okay. Also ich sehe auch wirklich, das ist wirklich okay für dich. Ich mach das auch. Aber was denn jetzt genau? Ihm geht's halt einfach nicht gut. Bist du eine Egoistin oder was ist da los? Gerade wo er sie so weinen gesehen hat und Babsi, die weint sonst nie. So. Das war gerade so, als würde ich meine Mutter beim Wein zugucken. Oha, jetzt auch noch Mutter. Also ich meine, sie ist 32, mein Lieber. Das ist jetzt noch eine Dreistigkeit obendrauf. Aber die beiden sind ja Schauspieler, ne? Das ist doch alles nur geschauspielert. Also ich hoffe, das wären ja wirklich starke Psychosen oder Psychoprobleme, die die beiden hätten, wenn sie jetzt wegen sowas so agieren würden. Tut mir gerade einfach unfassbar leid. Dass jetzt wegen mir sowas jetzt durchmacht und so... Habt ihr in eurem Leben eigentlich schon mal was durchgemacht, so richtig durchgemacht? Weil ich würde, also auch nicht durchgemacht, die Nacht durchgemacht, sondern wirklich Probleme durchgemacht, richtige Probleme. Weil dann würde so ein eventueller Ausstieg aus so einer Fernsehshow bestimmt kein Problem darstellen. Unsere Freundschaft ist mir viel wichtiger als alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen zerbricht. Dann hat die Freundschaft auf jeden Fall richtig Stabilität. Weil du dich nicht gut fühlst und eine Show verlassen möchtest, ist sie so verständnislos, dass dann die Freundschaft zerbricht. Das ist auf jeden Fall eine Freundin, die sollst du für immer in deinem Leben behalten. Ich wusste nicht, dass sie da so jetzt emotional ist. Naja, sei du mal mit ein paar Tausendern in den Miesen oder sowas. Ne? Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich. Schauspieler haben ja oftmals auch ein schweres Leben, wenn sie nicht gerade Tom Cruise oder Sanja Jakimowski sind. Die hat, glaube ich, richtig Probleme. Sonst würde sie ja nicht so agieren. Heute ist so agieren richtig mein Wort, ne? Ich wollte fragen, ob ich das vielleicht rückgängig machen kann. Also, als ich mich einmal nach langer Überlegung entschieden habe, den Bankjob an den Nagel zu hängen, ja, hat mein Chef zu mir gesagt, ich sei für ihn immer ein Fähnchen im Wind gewesen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, habe mir das gut überlegt und bin dann gegangen. Aber im Vergleich zu ihm war ich doch gar kein Fähnchen im Wind. Das ist doch wohl er. Heute in der Hauptrolle sind Christine und Valentina. Eigentlich Christine. Valentina ist eigentlich eher so mit dabei. Und sie wollen diese Blonde mit den Extensions einfach mal so richtig Gina richtig provozieren. Das ist doch nur ein Spiel, du guckst die Leute vor den Kopf und ihr habt dir seit Tag 1 gesagt, wer am gefährlichsten ist, das sind die Nächsten. Und dann diese Eifersucht-Szene. Redet ihr gerade über mich? Nein, fühlst du dich angesprochen? Ja, weil sie voll eifersüchtig war auf ihren vielleicht echt, vielleicht Pseudo-Freund. Was habe ich dir nicht ins Gesicht gesagt, ha? Was? Irgendwas, irgendwas. Was denn? Irgendwas. Hey, du provozierst mich so sehr, Alter, irgendwas, wirklich. Irgendwas. Hey, wirklich, was ist falsch in deinem Kopf, Alter, oh Gott, wirklich? Ich lach das Mädchen so aus, Alter. Es tut mir leid, also ich würde auf gar keinen Fall mit Christine streiten wollen, ne? Aber so, das so anzusehen, ist für mich einfach Unterhaltung pur. Vor allem, dass Gina da so drauf eingeht, ne? Also. Ich kann Leuten, die so falsch sind, nicht mal mehr. Was ist denn gucken. An mir falsch? Setz mal die Brille ab, dann kann ich dir vielleicht besser in die Augen gucken. Was ist an mir falsch? Und sie nimmt die Brille auch noch ab. Ich find's so geil. Ich hätte natürlich gesagt, halt's Maul, also brauchst du mir auch gar nicht in die Augen zu gucken. Und vor allem so, setz mal die Brille ab, dann kann ich dir vielleicht besser in die Augen gucken. Die war total schwarz, du konntest vorher auch nichts sehen. Aber jetzt mal kurz zu der Frage, was ist alles fake an Gina, außer jetzt die Extension und eventuell ihre Beziehung? Alles. Okay. Alles. Was genau? Von vorne bis hinten mit der Beziehung. Und das alles, alles, alles ist falsch. Okay, was denn jetzt noch? Auch die Oberweite oder was? Also, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Das ist eine Fake-Beziehung, genauso fake wie alle anderen in ihrem Ding. Okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Also jetzt einfach alles in Frage zu stellen. Ich komme mit so Menschen einfach nicht klar. Ich bin normalerweise niemand, der viel streitet oder sonst was. Alle wurden von Christine zum Heulen gebracht. Alle hat sie einfach so aus ihrer Reserve gelockt und so verunsichert. Kleinste Konfrontation mit ihr führt einfach zum Tränenausbruch. Irgendwie ist das auch schon ein Talent. Und dann heult sie sich erst bei ihren Mädels aus, so richtig so, mein Gott, hab ich dich fertig gemacht? Und ich konnte das nicht einblenden, weil die einfach da alle im Bikini rumrennen, was ich halt überhaupt nicht verstehe. Aber die Szene mit ihrem Schatz, die kann ich euch zeigen. Ey, Schatz, ich bin jetzt die Zielscheibe von denen. Die sagen zu mir, ich bin ja so fake und so falsch. Aber bist du es oder bist du es nicht? Weil ich meine, wenn du wüsstest, dass du es nicht bist, ne, dann würdest du ja nicht heulen. Wenn du jetzt schon weinst, dann denken die, jawohl, in zwei Tagen haben wir die durch. Dann haben wir die richtig durch. Die kriegen sie auch durch. Also Christine kriegt jeden durch, wenn sie möchte. Das ist der Einsatz. Und dann fangen wir an zu heulen. Aber in der Gruppe kann die Dynamik, ich hasse sowas.
in der Gruppe stark und vor 1:1 nichts. Okay, aber deine Konfrontation ist auch schon gut hart, ne? Also für so eine 21-Jährige. Ja, aber es ist tatsächlich so. Später bei der Nominierung ist sie auf einmal so voll gefestigt und sagt, ich möchte auch hier raushaben, die kleine Gina. Aber alleine ist sie ja zusammengebrochen wie so ein kleiner... wie so ein Plätzchen. Cedric hat sich jetzt gedacht, er wird probieren, alle so ein bisschen auf Valentina und Christine zu hetzen. Wie kommst du klar mit Valentina und Christine? Gut. Aber du weißt, wie die sind, ne? Okay, wow. Also erstmal so eine offene Frage, ne? Wie kommst du mit denen klar? Sie sagt so gut. Und dann so, aber du weißt, wie die sind. Ja, also deine Mission ist auf jeden Fall sehr ersichtlich. Jetzt haben die eine Taktik, Gina und Cedric. Und zwar wollen sie diese beiden geilen Schwestern aus der Schweiz nominieren, weil sie glauben, dass die beiden die stärksten sind. Und dann Valentina und Christine in der Exit-Challenge rauskicken würden. Ich finde es denen gegenüber nicht fair, die zu nominieren, weil das in der Exit-Challenge viel mit Glück und Logik zu tun hat. Und wir wissen ja, dass die beiden Schwestern sich ein Gehirn teilen. Und wie sollen sie da logisch vorgehen? Wenn ich das Paar raushauen kann, was ich scheiße finde. Ja, du findest sie scheiße. Ich mag die zum Beispiel. Die haben mir nichts getan. Aber charakterlich. Ja, aber charakterlich haben sie mir auch nichts getan. Verstehst du? Das prellt halt alles ab an der, an dem Curvy-Model. Weil die lässt sich da nichts einreden. So, nein, ich mag die. Egal, wie oft du es jetzt noch versuchst, charakterlich, was weiß ich, seelisch die bei mir schlecht zu machen. Ich mag die. Jetzt kommt so dieser Self-Confident-Moment von Gina. Zu euch möchte ich sagen, dass ich mich nicht mehr auf dieses Niveau von euch runterlasse. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich euch hier raushaben will. Vorher war es Valentina. Lass sie doch jetzt mal ausreden. Trotzdem, ich rede, wann ich will. Lass sie doch mal ausreden jetzt. Lass sie doch mal ausreden jetzt. Jetzt habe ich das letzte Wort gesprochen. Lass sie einfach mal ausreden. Ich finde das so lustig. Ich stelle mir da so, weiß ich nicht. Also es ist halt kein Gegenspieler für Christine. Na, ich glaube, Christine würde Cedric auch einfach vermöbeln können. Würde sie. Also verbal sowieso, da ist ihm um einiges an Stärke und PS überlegen. Aber die würde ihn, glaube ich, auch vermöbeln. Deswegen haben wir auch heute zum ersten Mal taktisch entschieden, weil wir... gar nicht so blöd sind, wie wir aussehen. In der Gruppe ist man stark am Lagerfeuer, aber 1:1 bist du so schwach. Gina, geh nicht drauf ein. Nö, nee, mach ich auch nicht. Die kann reden, wie sie will. Die kann wirklich reden, wie sie will, aber gleich in 5 Minuten werde ich wieder mit meinen Girls weinen. Gar kein Zusammenhalt. Da würde doch locker fremd gehen, Alter. Ey, weh, du übertreibst mal nicht, ich schwör's. Lass es, die macht das doch extra. Ich bin mein Leben noch nie fremdgegangen, du Blöde. Du Blöde. Bist du so eine Blöde? Ich find's so lustig, wie Cedric streitet. Jetzt zu der Schweiz, wie Malisa sich beschreibt. Wen wählt ihr denn? Wir haben mitbekommen, dass Tim abbrechen wollte. Und aufgrund dessen haben wir uns entschieden, die beiden zu wählen. Also Maria und Tim. Okay, wow. Also Maria, also ich meine... okay, Tim ist labil des Lebens, ne, und wollte gehen. Aber Maria wollte ja um gar keinen Preis gehen. Die wollte ja unbedingt bleiben, weil sie irgendwie noch Schulden hat oder was weiß ich, was da los ist. Und jetzt wählt ihr die, ist auch ein bisschen gemein. Ich bin nicht böse, aber warum wählt ihr nicht jemand anderen? Das Logik angeht gerade auf einen ganz falschen Pfad. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht logisch. Also für die Maria ist es halt derbe Scheiße, ne? Okay, Sister. Also da bin ich jetzt auch gespannt, was da kommt. Erstmal an Easy Julian auf gut Deutsch. Ich spreche von mir, ihr seid mir scheißegal, deswegen scheiß ich auf eure Nominierung. Easy ist okay, danke schön. Hör ich gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Apropos Fake, Tim, ich finde dich komplett unauthentisch. Ich habe immer bei jedem Satz, den du sprichst, das Gefühl, dass du irgendwie eine Rolle spielst. Ich zerstöre vielleicht deine Blase, ja, aber Berlin Tag und Nacht ist tatsächlich nicht das echte Leben. Und deswegen nominieren wir euch beide, das ist auch kein Geheimnis. Christine ist einfach irgendwie so ein Original. Tut mir leid, sie ist ein Unterhaltungsoriginal. Also, ich bin nicht Berlin Diagonal, ich zerstöre vielleicht deine Blase. Und sie ist so, nee, deswegen nominieren wir euch einfach. Sie hört einfach so drüber hinweg wie so eine First Lady. Für Asoziale natürlich, ne? Und dann so, hab ich nicht gehört. Ich nominiere dich einfach trotzdem. Ich bin mit den 3 Stimmen von der Nominierung total im Reinen. Es ist wirklich alles easy. Ich nehme hier gar nichts persönlich. Es ist ein Spiel. Genau, du nimmst gar nichts böse. Du nimmst auch nicht die Labilität deines besten Freundes böse. Das ist für dich alles. Da bist du im Reinen, richtig. Das kaufe ich dir sofort ab. Also, in der Exit-Challenge landen jetzt also das Schauspielpaar und die beiden
dickbusigen Schwester an. Und Christine weiß aber genau schon, was passieren wird als nächstes. Die hat halt echt einen Durchblick. Ne? So asozial ihr die finden mag, mögt oder aufbrausend oder provozierend. Die hat wirklich, die weiß, was als nächstes passiert. Wer weiß, ob Tim wieder nach 2 Minuten Stimmungsschwankungen hat und sagt, jetzt will ich doch wieder gehen. Nein, aber er kann jetzt nicht schon wieder gehen wollen. Ich meine, er muss doch jetzt in die Exit-Challenge. Der hat bestimmt irgendwas Schlechtes gegessen oder sowas. Es tut mir super leid für Babsi, aber ich kann einfach nicht mehr. Ja, Konsequenz ist nicht so seins und durchbeißen auch nicht. Und wie geht seine verständnisvolle, 10 Jahre ältere Freundin damit um? Ich meine, ihm geht's nicht gut. Ich toleriere das und fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich anderes machen? Danke, Babsi. Naja, was könntest du anderes machen? Du könntest ihm halt eine gute Freundin sein und verstehen können, dass es ihm schlecht geht und dann nicht so beleidigt wie so ein Mehlsack neben ihm sitzen und sagen, ja, kann ich ja nichts anderes machen. Ich glaube, wenn du im Duden nach dem Wort Respektlosigkeit und Anstandslosigkeit im Duden diese 3 Wörter nachschlägst, sind die Gesichter von Valentina und Christine dahinter zu sehen. Respektlosigkeit und Anstandslosigkeit. Und wenn man dann diese 3 Wörter im Duden nachschlägt, ja, naja, sie kann halt gut live singen. Nee, kann sie auch nicht, ne? Ich wollte gerade andere Qualitäten als Mathe, was ja jetzt nicht so ihre Qualität ist, finden, aber ja, sie sieht halt gut aus, ne? Und jetzt dürfen Waldit und Waldrina oder wie die auch heißen, weiß ich nicht, wieder zurück, weil die beiden Schauspieler sind ja freiwillig gegangen. Das bedeutet, die geilen Schwestern aus der Schweiz hatten keine Gegner, also haben sie das osteuropäische Couple wieder zurückgeholt. Und jetzt sage ich euch, die nächsten Sequenzen sind da wirklich so from abroad. Also das ist keine deutsche Sendung mehr. Roboyeti, also jetzt sprechen die beiden Russisch, ist natürlich sehr logisch, ne, dass man jetzt im deutschen Fernsehen einfach so die Heimatsprache spricht. Hätte ich jetzt auch gemacht mit Serbisch einfach. Einfach mal so random. Sach sieben nün. Ist das nochmal eine andere Sprache? Heide Schatz, kein Nom Pers. Also es ist halt wirklich so, als wenn ich jetzt irgendwie in St. Petersburg wäre und dort den Fernseher anmache und so durchsippe. Dann hat das Waldet-Waldrina-Paar wirklich gewonnen. Jetzt muss halt wirklich das dickbusige Schwestern-Couple aus der Schweiz gehen. Obwohl sie halt wirklich einfach nur aus Taktik da reingeschickt wurden, um Christina oder Christine und Valentina rauszuschicken. Ja, jetzt im Nachhinein haben die uns eigentlich das Ganze versaut. Weil die uns in den Ring schicken wollten mit 2 anderen eigentlich. In den Ring? Dafür sie nicht. Die haben es denn wirklich versaut. Also ich wäre jetzt wirklich auch ein bisschen sauer auf die. Nee, ich mein's wirklich ernst. Das ist echt gemein. Nur weil ihr so geil ausseht und so durchtrainiert seid, dachten die, ihr seid hier Kill Bill Jill oder was? Und jetzt kommt so das Waldrit-Waldrina-Paar wieder zurück, ja? Also laber nicht! Wieso? Wir müssen erstmal was trinken. What the fuck? Ich hab es doch gesagt, Walli und Walle sind da. Nein! Ich mag die beiden voll, ja, die sind richtig korrekt. Ja, sie ist richtig offen und so. Yeah. Ja, voll korrekt, voll richtig cool und offen und so. Aber keiner von euch hat ein schlechtes Gewissen, dass ihr die Sisters jetzt einfach in den Abgrund geschossen habt, ne? Einfach mal so, unbegründet. 75.500 Euro? Ja. Schatz, 75.000 Euro! Was? 20.000 Euro, verdammt, wie ging das denn? Naja, es geht genauso leicht, wie du dich doof anstellst in der Exit-Challenge. Ich meine, mecker nicht rum über 70.000 statt 90, weil du hättest eigentlich gar nichts mehr gewonnen. Du warst auf dem Weg nach Hause. Die Schwestern kommen jetzt auch an ins Camp, die Loserinnen. Ja, das Problem ist halt, ne, es ist eine 50-50-Chance da drin. Meinst du jetzt mit 50-50, dass jede von den beiden nur 50% Gehirn hat, oder? Ich habe ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gewissen deswegen und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich fühle mich einfach scheiße deswegen. Ja, endlich mal jemand, der ein scheiß Gewissen hat. Also ich meine, sie war ja nicht die Einzige, die das Schwesternpaar aus Zürich oder wo auch immer die herkommen gewählt hat. Aber da zeigt man wenigstens eine scheiß Gewissen. Ey, Freddy, ist scheiße. Ist einfach scheiße. Ist mir doch scheißegal. Das aber ist ein es Spiel. Ist trotzdem scheiße. Wenn ich dich morgen nominiere, weil wir morgen aber unter es ist trotzdem scheiße. Dann, was kann ist ich denn dafür? Das war deren Leistung, nicht meine Leistung. Dafür kann ich nicht. Und hier kannst du nichts, ne? Da ist mir seine Freundin wirklich, falls sie seine Freundin ist, wirklich sympathischer. Da kann ich doch nichts. Also ich habe die zwar taktisch gewählt, sonst hätte die keiner gewählt. Und ich habe dieses Thema überhaupt in den Raum gebracht. Und so, aber kann ich doch nichts. Ist doch deren Dummheit. Kann ich schon nichts dafür, dass sie sich ein Hirn teilen. Also ich glaube, dass uns gerade jeder hasst. Nee, glaube ich nicht. Nicht 1%.
Natürlich denkt er nicht, dass ihn jemand hasst. Wie könnte ihn jemand hassen? Er ist der Beste in allem und auch das Schönste und so. Doch, du hast es doch schon bei Malisa gesehen. Ach, Malisa ist mir gerade egal. Also Malisa und Fabio sind ja deren Freunde in Wirklichkeit oder in Unwirklichkeit. Ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum, aber so Malisa ist mir doch egal, die Alte soll verrecken. Und dann sagt er auch zu Malisa irgendwie so, ja, ist mir doch egal, dann würde ich dich auch morgen nominieren, wenn du die Scheiße hier verhältst oder irgendwas, ne? Wie er gesagt hat, wenn ich euch morgen nominiere, dann ist es für mich, aber es ist für mich keine Freundschaft, weißt du, was ich meine? Siehst du aber, warum du jetzt aufpassen musst? Ja, ich weiß. Und die beiden Sisters, die wissen ganz genau, sie müssen sich jetzt dort einzecken und so tun, als wenn sie Malisas Freundin wären. Siehst du, warum du auf Cedric oder vor Cedric nicht in Acht nehmen sollst? Das sind meine Freunde, Mann. Die würden kaum niemals im Leben auf die Idee kommen. So. Und es tut mir so im Herzen weh, sowas zu hören, ob das ja auch zum Gedanken kommt. Süße. Also, tut mir leid. Wieso sie immer weint? Ich kann auch nur hoffen, dass sie schauspielerische Künste auslebt. Es wäre ja voll schlimm, so ein Leben, wenn man wegen allem immer so weinen würde. Sie hat ja auch letztens geweint, weil ihr das zu hoch war oder so. Da muss man halt einfach jetzt mal auf Freunde tun. Genau, deswegen muss man jetzt halt noch ein paar Sympathiepunkte heranholen oder bei den anderen halt, ne, sich irgendwie ein bisschen einschleppen, was mir auch sehr schwer erfallen wird. Ey, die haben aber einfach eine Taktik. Die wollen das Ganze gewinnen, die wollen unterhalten. Natürlich wäre sowas im wahren Leben so hinterhältig, würde man sagen. Aber die machen das so geschickt und durchsichtig, die sagen uns das ja auch, dass die falsch sind. Das ist halt etwas anderes als so ein Cedric, der, ich finde, sich voll daneben benimmt, aber der halt wirklich glaubt, das sei in Ordnung. Ich würde im Leben nie auf die Idee kommen, die zu nominieren, und ich werde das auch nicht machen, egal was passiert. Ja, auch wenn ich uns nominiere, ich mach das nicht, so, weißt du? Aber Luft nehmen noch, ne? Luft nehmen und deine neue Freundin genießen, die dich von hinten tröstet, bevor sie dir irgendwann halt dich auch vom Thron stößt. Jetzt sind halt Gina und Cedric in so dieses Licht der Falschen gerückt, ne, weil sie sind jetzt auch schuld an dem Ausstieg. Und dann will der Cedric die Malisa, seine beste Freundin, auch noch nominieren. Und Valentina nutzt das natürlich auch, um die noch weiter in den Abgrund zu schieben. Tja gut, dann waren es keine 2000 Euro gestern, sondern 3500. Also dann ist klar Bescheid. Also. Ja, da bist du ja, wer gelogen hat. Ne? Ja, ne, ihr wart's nicht. Also wie gesagt, ich find's ein bisschen köstlich. Die Leute im Camp haben halt richtig Hunger. Ne? Und wovon träumt unsere Pop-Prinzessin mit Waschbrettbauch hoch 10? Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine richtig fette Pizza zu essen und eine Cola zu trinken und danach ein Eis zu essen oder Torte oder sowas. Also ich glaube, der einzige von euch beiden, der das wirklich alles verdrücken würde, ist dein Freund oder dein Bodyguard. Du selber isst doch sowas nicht. Lüg mich doch nicht an. Malisa ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass ihr uns wählen würdet. Nur was? Nein! Seine Freundin weiß schon, ja doch, das hast du wirklich zu Malisa gesagt, dass du sie rauskicken würdest. Du meintest, es ist immer noch ein Spiel und wenn wir morgen die Schlechtesten sind und du uns morgen nominieren solltest, dann soll ich dich persönlich nehmen, das hast du auch noch gesagt. Ja, und er versucht sich da aber trotzdem irgendwie rauszureden. So, nee, das hast du falsch gehört, du hast bestimmt ganz viel Ohrenschmalz, das habe ich wirklich so nicht gesagt. Ist das nicht loyal gegenüber? Ja, ihr seid doch bei dieser ganzen Nominierungssache eh immer raus, das wisst ihr doch. Nee, das weiß ich halt nicht. Warum jetzt? Weil Fabio nicht so gut Deutsch reden kann oder weil Malisa... Weiß ich nicht. Malisa ist? Also so, warum sind die da raus? Haben die irgendeinen Schutz? Christine ist halt weiter am Manipulieren, ne? Aber sie schafft es halt auch. Das trägt alles Früchte, was sie in Angriff nimmt. Durch heute, was halt ein bisschen passiert ist, war schon ein bisschen... Was ist denn heute passiert? Was habt ihr mitbekommen mit Gina und Cedric? Nein. Sie ist wie so eine kleine Hexe, ne? Habt ihr richtig mitbekommen? Gina und Cedric. Nein, was ist denn passiert? Die sind seit 3 Monaten irgendwie erst zusammen. Die waren aber nicht mit Brother zusammen, ja. Aber da waren die ja nicht zusammen. Ja. Er meinte, sie sind irgendwie 100 Tage hinterhergelaufen und dann noch ein Jahr später nach der Show. März 2020 war die Show, deswegen... Ja. Also jetzt sind die erst 3 Monate oder Fame, alles bei Fame. Fame und gesehen werden. Ah ja, die ließ sich ja ganz schnell überzeugen, ne? Die Vandrina oder Mandarina, wie sie heißt. Ja, ja, okay, fake? Nee? Ja, ist fake, ist klar, ne? Also ich glaube ja auch, dass das voll vorgespielt ist. Sie haben immer nur so einen Schnauzer, immer so, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie alles hier so verläuft, ne? Aber ich fände es wirklich gut, wenn das wirklich nur eine Fake-Beziehung gewesen wäre. Weil dann würde mir die Gina nicht so doll leid tun. Die tat mir ja richtig leid neben ihrem Sandwich, Cendric. Ja, ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, Leute. Tschüssi!